Jo, wir wollen fortfahren. Das machen wir auch. Und ich muss halt, wie gesagt, einmal ein bisschen kurz dazwischen durchstoppeln, dass ich halt eben kurz einen kleinen Schnitt machen kann und dann nicht immer so einen komischen Schnittverlauf im Nachhinein habe. So, gucken wir mal. Was wir natürlich auch mal gerne machen können, sind hier Schienen irgendwo. Da sind sie, zum Beispiel solche Tonvasen rum. Oh, der hat Heilkräuter für uns, die wir zerstören können. Kommen wir rein? Nee. Ah, dann gehen wir hier lang. Weil mir wurde nämlich auskömmlich gesagt, dass wir hier hin können. Guck nicht so. Ich mache nur Einrichtung kaputt. Gegengift. Nice. Der Wahrsager. Sorry, but I've got a business to run. This, What? My... Ich glaube, der hat einen im Kahn und hat leicht so einen Verschnitt von Mr. Satan aus Dragon Ball. Wenn ich das sagen kann. Galdarsharsh. Wenn er Ash nicht mit seinem Namen hätte, ne? Wäre schon Pokémon-Trainer. Also, wollen wir mit dem reden? Nicht mit dem Wirt, mit ihm. Was willst du? Stör uns nicht. Da ist ein Monster in der Stadt. Also, da Monster in der Stadt sein könnten. Und ich jetzt nicht so viel spoilern will, ist es unser kleiner grüner Freund. So, haben wir es hinter uns. Bei einer gewissen Sache kann ich euch nicht mehr spoilern, weil ich danach nichts mehr weiß. So. Hier vorne können wir nicht lang. Menschenskeer. Wird man nie müde bei. So, rumherum. Jetzt kommt noch Jengis zum Einsatz. So, ich hab mal auf eine schnelle Taste gedrückt, das heißt, es blinkt kurz. Ja, ihr seht gerade, das läuft gerade ein bisschen schneller ab. Da ich die, das Turbo, den Turbo eingestellt habe beim Spiel, damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Weil ich hasse so Cutscenes, ganz ehrlich, da bin ich immer froh, dass wir ein bisschen hinter uns haben. Aber wir können normal und Turbo einschalten, das heißt, wir können nicht noch sagen, dass wir eine 1,5 Geschwindigkeit machen, um ein bisschen schneller voranzukommen. Ja, er ist tot. Flamagos. Ja, klar sind wir hinter dem her, aber warum? Er wollte den ja eigentlich nur haben, weil er uns hätte helfen können. Wer ruft uns da denn? Unhöflich? Der ist unhöflich. Da waren wir hinten vorher auf Ecke. Die ist nämlich hier, wenn wir jetzt gleich reingehen, wieder links zum Ecke und dann müssen wir ein bisschen hochgehen. Ja, komm. Dann gehen wir mal zum Haus. Am Brunnen. Da war Valentina auf uns, um eine Quest
bestimmt für uns zu haben. Weil jetzt wird es so sein, dass wir uns an nichts mehr erinnern können, weil ich habe null Ahnung mehr. Weil ich dachte nämlich, oh, es sind nur 15 Minuten, also abgerechnet von den 10 Minuten. Jetzt frage ich mich, wo ich die anderthalb Stunde von dem Stream-Vorschau rumverdammelt habe. Naja. So, wieder ein Pöttchen hier. Schmeiß weg. Okay, ist nix. Da ist der Brunnen. So, und jetzt geht's an Eingemachte. Oh, sie schläft da. Sollen wir sie wecken? Ja, am besten ja. Hallo! Da ist er gerade erst wach geworden. Ah, you came. Mm. Ich kann auch nur erscheinen, das reicht mir. So, entschuldigung. Jo, fang mal von vorne an. An den Versoffenen in der Kneipe, sagt's doch gleich. All of a sudden, nothing he for. It's probably because he stopped using a real crystal ball. Valentina, what is going on here? Ich will doch nur deine Tochter fragen, ob sie mit mir ausgehen möchte. Not to touch my crystal ball. What? Aren't you that poor? Naja, ist ja auch egal. Geh du pennen und ich nehme deine Tochter mit. Wie wär's damit? Ja, du kannst nichts dafür, was er versoffen ist. Jo. Ja. Ich hätte mal Nein antworten sollen. Mal gucken, wie die ausgerastet wäre. Hätte ich eh holen müssen, bestimmt. Damit ich bestimmt an irgendwas haupt hier rankomme. So, kann ich hier hinten... Ah, hier kann man erstmal plündern. Tag, nix drinne. 4 Gold. Super. Was? Dass sie das überhaupt nicht stört, wenn ich hier rumlatsche und alles zerstöre, wie ich Bock hab. Sollen wir nach oben beim Papst gucken? Ah. So, können wir mal hier gucken. Bücherregale, da sind meist so Rezepte drinne. Okay, nichts Interessantes. Okay. Nachts ist stärker als morgens, haben wir verstanden. Ich dachte, da hinten steht in der Ecke ein Töpfchen. Jetzt gehen wir wieder raus, weil wir die Nachricht mal überbringen, dass wir was erledigen sollen. Gehen wir mal fluchserweise hier lang. Und schauen mal, was uns erwartet. So. Aber wir können ja normalerweise hier lang gehen und hier wieder um die Ecke. Dann wären wir ja schon am Türchen, genau. Ab hier rein. Da ist Jengis mit bei. Und schauen wir mal, was unser kleiner grüner Freund von uns will. Ich verstehe. Magnificent! Such div. And if this Calderasha gets his pup, then we'll kill two birds with one stone. The time is getting on. Medea and I will stay outside. That's the last time we said. But you should spend the night at the inn and. Okay, wir sollen übernachten in den Herberge und morgen früh gehen wir zur Wasserfallhöhle. Mach mal. Du, 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 du. Schlafen, schlafen, schalala. Din, 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 din. Denn erfreut er uns eine gute Nacht, trotz der Sache mit dem kleinen grünen Mann. Oh, hier kann man noch Dinger zerstören. Komm schon, tschüss. Tschüss. Oh, wir können bestimmt noch hier hoch. Ich will klauen.
Ein Flügelchen. Damit können wir wegreisen.